Und irgendwann wirst du merken, Angst, was Angst? Die ist nicht mehr da. Und übrigens, das hier, das bin auch ich. Hallo und herzlich willkommen zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Wie kann man seine Angst loswerden? Wie kann man sie transformieren? Wie geht das? Es gibt eine einfache Technik dafür. Auf dem Weg hierher ist mir ein kleines Mädchen begegnet. Sie hat mich angestrahlt. Wow, wie eine Sonne. Und dann bin ich weitergegangen und dann ist mir ein Jogger, also ein Läufer, begegnet. Und ich sage zu ihm, guten Morgen. Und er läuft einfach weiter. Und dann gerade extra nochmal, guten Morgen. Und ist einfach weitergelaufen. Wer von beiden macht mehr für sich und die Welt? Ja, einfach zauberhaft. Die Beispiele des Lebens, da sehen wir sehr, sehr viel. Ich habe auf meinem Telegram-Kanal die Frage gestellt, was interessiert dich zum Thema Angst? Welche Frage hättest du gerne beantwortet? Und da sind einige Impulse gekommen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, ich kann einige davon beantworten. Wie können wir unsere Angst loswerden? Angst ist wie Dunkelheit. Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Die Silvana schreibt, ich habe Angst, weil ich dauerhaft die Maske tragen muss. Oder Fabian, wie transformiere ich meine Angst? Maike, in der Nacht aufzuwachen. Der Gedankenstrom fängt an und gleichzeitig kommt die Angst. Was kann man dagegen tun? Die Gabriele, mir sitzt meine Angst im Nacken. Ich bin total verspannt. Was kann man da tun? Die Monika, ich übertrage meine Angst sogar auf meine Tochter. Wie komme ich da wieder raus? Die Sabine sagt, ich habe Angst, dass ich an meiner Operation nicht vorbeikomme. Was kann man da machen? Und die Nicole, ich habe Angst vor der Angst. Ich fühle mich sehr oft ohnmächtig. Wir sehen, die Angst findet viele Möglichkeiten, da zu sein. Sie ist sehr kreativ, könnte man sagen. Allerdings, wehe, wir finden den Lichtschalter. Und die Uschi schreibt, warum hat die Angst so eine große Macht und wie kann man sie dauerhaft transformieren? Vielen herzlichen Dank für alle Impulse. Ich bin mal gespannt, wie wir diese Impulse in diesem Video alle verarbeiten oder vielleicht sogar beantworten können. Und die Sabine erzählt noch, sie hat von einer Frau gehört oder eine Geschichte gehört, die ist wirklich wahr. Eine ältere Frau war reif für das Pflegeheim. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, ganz sicher nicht. Und dann hat sie einige Dinge gemacht und sie blüht auf wie das pure Leben. Auch diese Geschichte noch in diesem Video. Und wenn Menschen anderen Menschen Angst machen oder Macht auf sie ausüben oder die Menschen klein halten, dann ist es alles andere als Stärke. Es ist reine Schwäche, die sich als Stärke maskiert, sonst nichts. Und stell dir vor, die Menschen hätten keine Angst mehr, dann wäre dieses Spiel sofort vorbei. So, und jetzt genug über die Angst geredet. Jetzt schauen wir, wie wir sie loswerden können, wie wir sie transformieren können. Denn sie belastet, sie plagt uns, sie nervt, sie ist mühsam. Sie kommt immer wieder daher und weißt du was? Sie wird größer statt kleiner. Und was können wir dagegen tun? Da müssen wir einfach nur ganz kurz verstehen, Angst ist nichts Natürliches. Und manche Menschen sagen, ja, es ist doch wichtig, dass wir Angst haben. Wenn ich weiß, die Herdplatte ist heiß. Wenn ich keine Angst habe, dann würde ich einfach drauf fassen. Ist das wirklich so? Oder ist das Vorsicht? Oder wenn ich nicht so gut Skifahren kann, dann fahre ich vielleicht so einen steilen Hang nicht runter. Das ist doch Vorsicht, oder? Wenn ich beim Autofahren nicht so sicher bin und ich fahre eher langsam. Das ist doch Vorsicht, oder? Hat das mit Angst was zu tun? Es gibt einen einzigen Ort, da hat Angst keine Chance und du kennst diesen Ort. Frage an dich, hast du jetzt Angst, jetzt in diesem Moment? Eher nicht, oder? Und je weiter wir
in die Zukunft gehen mit unserem Denken oder vielleicht in die Vergangenheit, desto stärker wird diese Angst. So, und jetzt zur Übung, zur Technik. Was können wir tun, um die Angst loszuwerden? Wenn die Angst in deinem Leben ist, dann erinnere dich, ich bin da, wo meine Füße sind. Ich bin hier und jetzt. Und atme tief ein. Atme tief ein. Und mit diesem Einatmen sagst du dir, ich bin hier. Und dann atmest du wieder aus und dann atmest du wieder tief ein und sagst, ich bin hier und ich bin jetzt. Und du gehst in dieses Thema richtig rein. Du gehst in diese Gegenwärtigkeit, in diese Präsenz rein. Und du erinnerst dich, du bist hier und jetzt. Und in diesem Raum, in diesem Hier und Jetzt, hat Angst keine Chance. Das ist der pure Lichtschalter. Du erinnerst dich an deine Gegenwärtigkeit und Angst gibt es da keine. Du hast recht, die Technik ist sehr, sehr einfach. Allerdings, wir haben über Jahre, über Jahrzehnte unsere Angst trainiert. In Denken an die Zukunft, an die Vergangenheit. Und wie können wir jetzt dieses Training der Angst wieder loswerden? Wir trainieren einfach nur die Gegenwärtigkeit. Wir erinnern uns immer wieder daran, ich bin hier, ich bin jetzt. Ich atme tief ein, ich bin hier, ich bin jetzt. Und je öfter, dass du das machst, desto besser gelingt es dir. Und irgendwann wirst du merken, Angst, was Angst? Die ist nicht mehr da. Wir müssen nur wissen, wir müssen nur erkennen, okay, die Angst ist jetzt wieder da. Aha. Hallo, Servus. Und, wie geht's dir? Ah, du willst mir Angst machen. Ja, hey. Ah ja, jetzt, wo du schon mal da bist, schaue ich dir mitten in dein Gesicht. Ich schaue dir mitten in die Fratze. Und weißt du was noch? Ich schalte den Lichtschalter ein. Und was machst du dann noch? Ja, dann bist du weg. Dann schauen wir mal genauer hin. Ich habe Angst, die Maske zu tragen. Silvana, die Angst und die Maske haben miteinander nicht viel zu tun. Diese Maske löst die Angst bei dir aus. Das ist alles. Wenn du die Maske trägst, zündet diese Maske die Angst. Das ist verständlich. Arbeite an deiner Angst. Dann ist die Maske kein Thema mehr. Und es gibt immer Möglichkeiten, Räume zu schaffen, wo du maskenfrei sein kannst. Fabian, wie transformiere ich die Angst? Die Angst zu transformieren, wir haben die Technik besprochen. Oft genug machen, dann wird sie transformiert. Dann kannst du die freiliegende Energie für dich nutzen, für die persönliche Entwicklung. Wie kann ich, wenn ich nachts aufwache und die Angst kommt, der Gedankenstrom fängt an? Wenn wir aufwachen oder wenn wir nicht einschlafen können, dann könnten wir einfach sagen, okay, dann schaue ich einfach. Ich schaue einfach. Ich atme tief. Ich beobachte meinen Atem, wie er einströmt, wie er wieder ausströmt. Was passiert da? Wir sind im gegenwärtigen Moment. Wir sind präsent. Unser Fokus ist im Körper. Da gibt es keine Zukunft oder keine Vergangenheit. Da gibt es kein Angstdenken. Der Versuch, und du wirst es sehen, es funktioniert. Mir sitzt die Angst im Nacken. Die Angst kann so stark werden, das ist verständlich, dass sie sich sogar körperlich zeigt. Da braucht es natürlich ein paar Werkzeuge, wie man auch den Körper wieder entspannen kann. Ganz klar, da gibt es viele Möglichkeiten. Allerdings die Angst zu lösen, das Licht einzuschalten, ist sicher eines der wichtigsten Werkzeuge. Monika, ich übertrage die Angst an meine Tochter. Wir übertragen alles, was wir sind und was wir tun, an unsere Mitmenschen, an unser Umfeld. Wenn wir wüssten, was wir alles übertragen, wir übertragen alles. Wirf mal einen Stein in den See und schau mal, wie die Wellen auseinandergehen. Wir übertragen alles. Wir sind in diesem Fall dieser eine Punkt, der sich ausbreitet. Angst zu lösen und deine Tochter hat sehr viel Freude mit dir, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Denn Angst ist eine sehr tiefe, niedere Frequenz. Eine sehr niedere Frequenz. Wenn wir die Angst loswerden,
dann steigen wir in der Frequenz. Wir kommen in die Freude, in die Dankbarkeit, in die Wertschöpfung für uns selber persönlich. Die Nicole, ich habe Angst vor der Angst. Wie gesagt, die Angst findet sehr viele Möglichkeiten, noch mehr Angst zu haben. Denn alles dehnt sich aus. Auch die Angst, auch das Kopf-Ego-Denken, es dehnt sich immer weiter aus und es findet immer neue Möglichkeiten. Wir haben sogar Angst vor der Angst. Und diese Technik zu machen, diese Atemtechnik, diese Bewusstseinstechnik im Hier und Jetzt, im gegenwärtigen Moment und zu erkennen, meine Angst entsteht nur, weil ich in die Zukunft und in die Vergangenheit denke. Und die Sabine hat eben von einer Frau erzählt, die hatte, ja, die war eigentlich reif für das Pflegeheim. Und sie hat gesagt, nein, sicher nicht. Sie hat ihre Wohnung oder ihr Haus verkauft und hat sich ein Wohnmobil gekauft und ist dann nach Marokko gefahren und verbringt da ihren Winter und im Sommer macht sie Deutschland unsicher. Und sie blüht auf, sie macht die 5D-Wetter, ihr geht's gut, sie schaut auf sich. Was sagt uns diese Geschichte? Diese Geschichte sagt uns oder zeigt uns, manchmal muss man auch den Fokus ändern. Es gibt vielleicht eine Lebenssituation oder einen Lebensumstand, den man vielleicht auch verlassen könnte oder sollte. Vielleicht ist es Zeit aufzubrechen. Vielleicht ist es Zeit, einen Job zu kündigen und einen neuen Job zu suchen, eine Tür aufzumachen. Vielleicht ist es Zeit, etwas Neues zu starten. Vielleicht ist es Zeit, das Alte einfach loszulassen. Denn das ist vielleicht, ja, schwer, anstrengend, mühsam und mit sehr viel Angst besetzt. Dazu braucht es ein bisschen Mut und keine Angst. Aber die haben wir ja ab jetzt nicht mehr. Oder wenn wir sie eben trainieren, dann ist sie eben nicht mehr da. Oder sie wird immer kleiner. Schreib mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich jetzt schon drauf. Angst frei!